GG, meine lieben Freunde, und willkommen zum Ankündigungsvideo der geilsten deutschsprachigen Draftliga, nämlich der Austrian Swiss Pokémon League, kurz ASPL. Wir sind mittlerweile in der vierten Season angekommen und freuen uns darauf, euch zu zeigen, wen wir für die vierte Season mitgenommen haben. Wie ihr bereits wisst, versuchen wir jede Season einen draufzulegen. Das Ziel war es, diese Season die kompetitivste Liga 1 aufzustellen, die ihr seit langem verfolgen durftet. Mit großem Stolz präsentieren wir euch nun die 12 Spieler der Liga 1. Als erstes haben wir einen Publikumsliebling, der nicht nur durch seine hohe Kompetenz im Competitive glänzt, sondern euch immer wieder mit seinen Ausrastern zum Lachen bringt. Mit seinem Team Next Level 2 Loss nimmt er auch dieses Jahr an der ASPL teil. Wir präsentieren euch den einzig wahren King Belex. Ja, wir leben. Halt's Maul jetzt. Was ist hier los? Ich kann das nicht. Ja, Eisspray killt jetzt. Ich kann das nicht. Bitte. Nein. Junge, was ist das? Ey, oh mein Gott! Was? Als Zweiten im Bunde haben wir ein neues Gesicht in der ASPL, jedoch jedem bekannt. Wir dürfen euch einen GPL-Veteranen vorstellen, den man sich aus der Szene gar nicht mehr wegdenken kann. Unzählige Male hat er uns mit seinen tollen Videos bereichert und nun haben wir die Ehre, ihn noch in der ASPL willkommen zu heißen. Sein Team bringt jeden Gegner Unglück unter dem Namen Glückspilze. Ringfreier für Downy Downstar. Also Silk Scarf. Ist der Silk Scarf drin, der macht Tri-Attack 43 bis 51, hier geht auf Tripelette, der hat Silk Scarf. Leb bitte, Kobalium, leb, komm! Du geile Sau, Kobalium, er ist es auch einfach, der ist es! Zitat Timo. Grüße gehen raus an den an der Stelle. Ich habe keine Ahnung, was ein Investment ist, also ich habe jetzt mit Modest gekalkt, dann ist das eine Road. Als nächstes präsentieren wir Sarkasmus in Person. Was genauso gut wie sein Sarkasmus ist, sind seine Competitive Skills. Ein süßes Logo, hinter dem sich ein Mastermind verbirgt. Lacher und gute Videos sind vorprogrammiert. Auf dem Fahrrad unterwegs ist sein Team und nennt sich Farmeeps. Bühne frei für unseren Cringy. Ich beleidige ein bisschen viel, um ehrlich zu sein, das tut mir leid. Oh, das ist erlaubt. Sicher, dass das erlaubt ist. Ja, das ist natürlich übel. Dann können wir das nicht winnen, right? Außer der killt sich selbst an Recoil. Aber von dem HP-Stand ist sehr unwahrscheinlich. I guess ist unsere einzige Chance. Wir roosten hier, wenn er uns nicht killt. Über Wave Crash killt er sich danach über Recoil ganz sicher, dann haben wir's. Wenn er Flip Turn gewinnen wir damit, wenn er Ice Move gewinnen wir damit, er geht für Wellentackle und das killt uns ja, dann hat er gewonnen, wa? Ja, das ist natürlich übel mit Schwanzerwurf. Na, dumme Scheiße, als ob das erlaubt ist. Warte mal, hat das gereicht? Warte mal. He died. Weiter geht's mit einem ASPL-Veteranen, der seit Season 1 dabei ist und jedes Jahr aufs Neue sein Können und seinen Skill unter Beweis stellen möchte. Nicht nur findet ihr bei ihm viel Bizeps, sondern auch Preparation auf jedes Spiel und jeden Gegner, der ihm gegenübertritt. Ich darf vorstellen, den Season 2 Champ mit mittlerweile 31 Wins und nur 6 Loses in allen ASPL-Seasons mit seinem Team brutal anders, Film ab für Crocop. So, folgendes Prinzip. An und für sich sind wir der Check mit dem, wir haben hier kein Item drauf, falls er Poltergeist loadet. Wenn er natürlich so Hexset spielt, ist halt Shit. Oder wenn er so Zähm spielt, ist auch Shit. Oh mein Gott, Digga! Digga! Preparation! Nenne ich das. Staffette. Preparation, Digga. Ich glaube, der wird nichts gegen uns machen. Ein GPL-Champ betritt das Feld.
Nachdem er alles abgeräumt hat in der Szene, sucht er eine neue Herausforderung und möchte sein Können bei uns hier in der ASPL unter Beweis stellen. Er ist nicht nur der Sin of Speed, er ist auch ein absoluter Macher im Bereich Competitive. Losgesegelt mit seiner Crew, The Worst Generation, ist er auf dem Weg, die Spitze der ASPL zu erklimmen. Segel aufspannen für Barry. Haben wir für den Rang geschmiert, ja, ist ein valider Play. High Rolled hier natürlich, weil die ein Drittel Chance ist da, dass wir jetzt die Psychic bekommen und ich hoffe, die bekommen wir auch. Das wäre. Komm schon, Cresselia, gönn. Yes! Cresselia, du geiles Viech! Let's fucking go! Ein Drittel Chance gewonnen, Miss Mage ist raus. Sehr, sehr nice. Plus 3 Cresselia steht da. Genug gestallt. Nein, nicht für unsere nächsten Kandidaten. Er ist dafür bekannt, die Gegner mit seiner Defensive in den Wahnsinn zu treiben. Dieser Trick gelang ihm auch letzte Season, denn so gewann er die dritte Season der ASPL. Ein cuter Boy hat in den meisten Fällen das Herz am rechten Fleck, doch trotzdem schenkt er seinen Gegnern nichts. Wir bitten den Titelverteidiger Christian mit seinem Team Double Draco Droppers auf die Bühne. Mr. One? Ja, bitte, bitte. Oh mein Gott, please. Please, 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 please. Ich weiß, ich hatte letzten Spieltag Glück mit Restock, aber bitte, bitte, bitte nochmal. Bitte, 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 bitte. Zornesfaust, Zornesfaust, Zornesfaust. Bitte. Ja, oh mein Gott. Oh. Anila, ich liebe dich. Ein Entertainer, der seinesgleichen sucht. Nicht nur ist er der Showman auf der Bühne, sondern auch ein abgebrühter Competitive-Spieler. In der ASPL konnte er schon des Öfteren beweisen, was er drauf hat und ist deswegen auch zu Recht ein Liga 1 Spieler. Durch viele Memes und Wortwitze ist sein Teamname entstanden. Mit seinem Team auf Ogalok will er auf Ogalok die Liga gewinnen. Macht die Bühne frei für den Meister des Kommentierens, Tari. So, aber ich glaube, das war's. Oh mein Gott! Oh, 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 ich habe mein sprachliches Zentrum verloren. Aus dem schönen Land Österreich direkt angekommen hier in der ASPL. Ein Spieler, der letztes Jahr alles in der Liga 2 gegeben hat, um sich den Sieg und den Aufstieg zu sichern. Er kann sich kontrollieren, obwohl es schwer ist, sich zu kontrollieren. Als Österreicher möchte er dieses Jahr den Pokal nach Hause bringen und es allen beweisen, dass er in seiner Prime ist. Anders als sein Team Le Chonky Boy ist er nicht am Faulenzen, deswegen ein warmes Grüß dich, Simtenson. Morning Sun. Also Temper Flare kommt, bam! Killt nicht ganz. Er drückt Hurricane, killt nicht das mit dem Spätz-Attack. Nein! Nochmal. Ratz, Junge! Das ist es! Weg mit allem! Komm! Ja, er stirbt nicht! 3-0, Junge! Geiler Scheiß! Milo, du Macher! Hex sind seine Leidenschaft. Er kommt aus dem fernen Land, das sich Lololand nennt. Denn kein Gegner bleibt verschont. Flinches, Paras, Crits. Im Lololand gibt es ein ganzes Repertoire an Überraschungen. Für jede Situation findet dieser Spieler den richtigen Hex, um das Spiel zu drehen. Mit seinem Team A Hatterene in Time dürfen wir euch den UDT-Champion Lolomir präsentieren. So, dann Ironhanden wir hier. Zack. Ui, das ist voll für Steph. Der erste. Wunderbar. Auf geht's, mein Freund. Auf geht's. Der zweite. Sag ich doch. Wenn man's kreuzt, sind's keine Ex. Jetzt hauen wir hier den dritten raus. Ganz einfach, ganz geschmeidig. Ja, Hex kann schwimmen. Oh, dieses Mod ist so gut. Und noch ein hinterher. Jawohl. Oh.
bin ich so fair, Excadrill! Fünf Sterne Koch nennen sie ihn. Nicht weil er gut kochen kann, sondern weil seine Teams bis zum Himmel stinken. Mit seiner experimentellen Art, Teams zu bauen, treibt er jeden Gegner in den Wahnsinn. Wird ihm auch dieses Mal das Experiment gelingen? Sein Team, The Termanitar, wird es versuchen, euch schmackhaft zu machen. Ein schönes Hallo und viel Spaß beim nächsten Rezept mit Lars. Macht immer noch scheiße viel, ne? Genau, und dann hoffen wir jetzt einfach auf so einen schönen Crit. Beziehungsweise, jetzt hätte ich tatsächlich gerne eine damage-boostende Seite auf dem. So. Reich mal bitte. Oh, oh mein Gott. Er crittet tatsächlich. Oh, scheiße. Der. Okay, wow. Wow. Er macht's tatsächlich. Der Rabokos, der Gute. Sheesh, Mann. Als nächstes auf der Liste haben wir jemanden, der sehr, sehr viele Misses zu verzeichnen hat in letzter Zeit. Manche nennen ihn Just Lucas, aber man könnte ihn eigentlich mittlerweile auch schon Just Miss nennen. Denn unzählige Bleak Wind Misses, unzählige Heat Wave Misses, aber auch Willow Misses haben ihn die letzten paar Monate verfolgt. Nun hat er sich entschieden, ein neues Team anzutreten, dessen Namen Follow Fireflies heißt. Wird dieses Team mehr Moves connecten als das vorige? Wir werden es sehen. Bühne frei für Just Lucas. Passt. Er flippt dann, drückt Willow Wisp. Turn 1. Tu es. Jetzt kann Nick, darf's nicht schief. Was? Mann! Der Intro-Mann mit einem Hang zum Wahnsinn wird uns hoffentlich diese Season seine cringen Intros ersparen. Oder auch nicht. Nicht nur sind seine Kader chaotisch, sondern auch seine Misplays sind schwer zu covern. Er ist ein Überlebenskünstler in der ASPL seit Season 1. Wird es ihm auch dieses Jahr gelingen, nicht abzusteigen? Mit seinem Team U-Pop Idols begrüßen wir ein Urgestein der ASPL. Willkommen, Pain. Ich sehe euch bei eurem Arroganz in Person. Izzy baut schon lange an seinem eigenen Thron. Gucke von der Biene und nennt ihn seinen Sohn. Pokémon und trotzdem kriegt er fetten Lohn. Das sind unsere 12 Teilnehmer der Liga 1. Nun zum Ligastart. Der Liga 1 Live Draft beginnt am Sonntag, dem 1. September um 14 Uhr live auf Twitch. Spieltag 1 wird dann ab 15. September an jedem Sonntag ab 13 Uhr hochgeladen auf YouTube. Das Regelwerk und die Tierliste findet ihr in der Videobeschreibung. In den kommenden Tagen wird ein weiteres Ankündigungsvideo zu Liga 2 kommen. Freut euch darauf und freut euch auf die Liga. Seid gespannt und bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss, euer Goraku Gaming.